So, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, heute haben wir ein echtes Sahneschnittchen. Wir haben sogar noch mehr. Wir haben nicht das Sahneschnittchen, sondern wir haben die Kirsche oben auf dem Sahneschnittchen drauf. Nämlich den neuen Porsche 911 Targa 4S in der Heritage Design Edition. Ein absoluter Hingucker, das ist wirklich der Headturner vor dem Herrn und in der Heritage Design Edition noch viel mehr. Goldene Schriftzüge, die Startnummer, kannst du dir selber aussuchen, was du da für eine Nummer haben möchtest. Ich würde mich, glaube ich, für die 75 entscheiden, wo wir gerade bei Zahlen sind. Das Fahrzeug ist limitiert auf 992 Stück, Porsche 992, der interne Code, deswegen 992 Stück, weltweite Limitierung, unfassbar, sind eh wahrscheinlich schon wieder alle verkauft. Dann ist die Farbe. Warum ist es die Kirsche? Weil es Cherry Metallic ist. Dieser Farbton ist unfassbar. Optisch feiert die Heritage Design Edition den Schick von damals. Technisch gibt es aber keine Unterschiede zum 911 Targa 4S, der die Basis liefert. Das Heck, ein breiter Hintern mit ebenfalls wieder diesen wunderschönen goldenen Schriftzügen. Auch das eine Reminiszenz an die alten Tage. Hier hinten noch schon ein kleines Emblem obendrauf. Wunderschön. Vor ein paar Wochen habe ich euch gefragt, was wollt ihr über dieses Auto wissen? Facebook, Instagram, überall habt ihr eure Fragen gestellt. Und wir werden heute die wichtigsten, die besten, die lustigsten und die coolsten beantworten. Jetzt kommt richtig Spaß auf. Philipp möchte wissen, kann Herr Matze damit den Qualmedi machen? Kann er damit querfahren? Und darauf freue ich mich ehrlich gesagt schon den ganzen Tag. Ja, ja. Wunderbar. Alter Schwede, geht das gut. Kurz anpendeln, da muss man ihn so ein bisschen dazu zwingen, aber dann macht er genau das, was du willst. Ja, Philipp, er geht quer. Und zwar auch mit Allradantrieb. 450 PS sei Dank. Nächste Frage. Alexander wünscht sich ein Rennen. Wie wär's gegen Walter Röhrl, schreibt Raphael. Matthias ist irritiert. Ja, gegen Rennen kannst du ja nur gegen irgendwen anders fahren. Alleine Rennen fahren, das macht ja keinen Sinn. Was Matthias nicht weiß, der Gegner ist schon im Anmarsch. Das ist ja unglaublich. Der Chef ist da. Grüß dich. Servus, Walter. Matthias, servus. Hi. Grüß dich. Alles gut? Alles gut. Ja? Was machst du hier? Du, ich war gerade auf dem Weg. Habe ich gehört, dass du unsere schönen Autos testest. So, ich muss ja mal vorbeischauen. Ja? Hast du Zeit? Ja, natürlich. Vor allem Lust. Alter, ich habe Gänsehaut schon wieder am Arm. Die Legende ist da, Leute. Neuer, Alter, die Frage wurde gestellt, was findet ihr denn schöner, was finde ich denn schöner? Jetzt bist du da, was findest denn du schöner? Oder was magst du lieber, was fährst du lieber? Also generell muss ich sagen, dass natürlich optisch ist der neue Targa für mich das schönste Auto in der 911er Baureihe. Ja. Gibt. Du weißt ja, ich bin immer einer, der immer ein bisschen ehrgeizig ist, der will immer, dass ich der bin, dass ein Auto gut fährt. Genau, und da kann ich nicht das Auto gut fährt, sondern du willst gut ich fahren. Ich kann ihn ne? hier viel besser einsetzen wie hier, weil der fährt immer gut. Da fahre sogar ich gut mit. Ja. Wollen wir eine Runde auf Zeit fahren? Ich meine, das ist das, was wir immer machen. Wer ist schneller? Einfach so, um zu wissen, wer ist halt schneller. Es wird jetzt endlich mal Zeit, dass sich die Jugend durchsetzt. Ich habe da so meine Zweifel. Nee, nee. Aber ich würde sagen, du legst vor. Weißt du, da stehst du hier und denkst dir so, ja, schöner Dreh, 9,11 Tage. Und dann stehst du plötzlich hier und musst ein Rennen fahren gegen Walter Röhrl, die Legende. Der lange, der zweifache, der einzige deutsche Rallye-Weltmeister. Kein anderer Deutscher ist Rallye-Weltmeister geworden. Nur Walter Röhrl. Und gegen den soll ich jetzt mal eben so zicki-zacki ein Rennen fahren. Die Strecke, der ehemalige Militärflughafen Mendig Airfield in der Vulkaneifel. Unser Kurs hat 5 Rechts- und eine Linkskurve, dazu 3 lange Geraden. Sieht harmlos aus, ist aber knifflig und extrem schnell. Wo ist die Ziellinie da? Hier, wo ich stehe, ist die Ziellinie. Also wir holen da hinten noch eine Pylone. Ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja,
Passt. So, gestoppt wird oldschool per Telefon. Alles klar. Das gibt es nicht. Ohne einen Rutscher und schon wieder so ein Stück an die Grasnarbe rangefahren. Es ist ein Präzisionswalter. Ganz leichter Quietscher. Oh. Das hat er sein Leben lang getan und er tut es auch mit 73 noch. Das ist unglaublich. Heide Witzka. So, an die Linie ran. Bam. Also, 1 Minute 2,86. Ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. Du bist froh, dass es hinter mir habe. Er war immer schneller bis jetzt. Guckst du mal einmal, ob alles läuft, Matthias? Ich bin gerade voll im Tunnel immer. Nerv mich nicht mit deinem Kameragedöns. Bist du aufgeregt? Na klar, mit Walter Röhrl an der Stoppuhr. Hat Matthias noch nie gewonnen. Ist es heute soweit? Ah, leichter Quersteher. Oh, das ist aber schön, wie der fährt. Come on, baby! Das war sehr sauber gefahren, Matthias. Um nicht zu sagen, das war perfekt gefahren. Yeah, come on! Come on, baby! Aber der geht richtig gut. Ne? Du denkst ja immer so, ah, ist der normale. Aber das Ding geht halt wie die Hölle. 450 Pferdchen. Oh ja, genau, ich habe das gleiche gemacht wieder, weil der leichter Quersteher hier auf dem Weg in die Querspange. Nein! Come on, baby! Ja, das schaut gut aus. 58, 59, 60. Komm, 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 bitte, 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 lass mich einmal weiter versägen. 01, 02. Sehr, so schön. Also, das war ein kleiner Rutscher, aber den hatte der Walter auch. Hab jetzt nicht viel geredet, sorry Leute, aber wenn es gegen Walter geht, muss ich alles zusammenkneifen, was ich habe. Ob es diesmal gereicht hat? Dieses Grinsen. Ich bedanke mich, du warst sehr höflich zu mir. Dieses Grinsen, Walter, ich mag das Grinsen überhaupt gar nicht. Sag die Zeit. Schau mal her, das waren 1:03. Ich raste aus! Zu Recht. Gut 6 Zehntel hat Walter Matthias abgenommen. Immer wieder! Immer wieder nagelt er mich weg, der Typ! Das gibt es doch nicht! Ja, weißt, 50 Jahre Erfahrung. Danke dir, Walter. Alles klar. Hat wie immer ultra Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du. Und ich hoffe, dass wir noch sehr, sehr viele Rennen miteinander fahren. Jetzt geht es um die sogenannte Rockford-Wende oder auch Fluchtwende genannt. Coolman möchte wissen, kann der neue Tiger das oder kann er das nicht? Was passiert bei dieser Fluchtwende, bei der Rockford-Wende? Jeder Verbrecher weiß das. Du fährst in so eine enge Gasse rein und denkst dir, ah super, ich fahre jetzt weg von der Polizei. Und dann siehst du plötzlich vor dir die Polizei. Oh mein Gott, ich muss rückwärts zurück. Ja? Ich fahre rückwärts. Und dann mache ich diese Schleuderwende, damit ich vollführe das einmal in Zeitlupe. So die Rockford-Wende mache, dann den Drive rein, alles im Rutschen und dann kann ich wieder da mich verpriemeln und die Polizei ist hinter mir und ich kann weiterfahren und die Verfolgungsjagd fortsetzen. Bitte nicht nachmachen, Leute, das ist verboten. Also, ich bin sehr gespannt, ob der Tiger das kann, weil dieser neue Stick hier, der neue Gangwahlhebel, der ist nicht mehr mechanisch, das ist quasi Shift by Wire. Und die Frage ist, ob der Porsche das zulässt, im Rutschen, was man normalerweise machen müsste, den Drive reinzumachen. Aber wir probieren das einfach mal aus. Also, Vollgas rückwärts. Wow, 84 rückwärts. Nee, er hat einen Leerlauf reingemacht. Er hat den Leerlauf reingemacht. Jetzt hat er den D gefunden. Also, das war ihm eine Nummer zu wild. Ehrlich gesagt, mir auch. War mega heftig. Also der ist 84 km/h rückwärts gefahren, oder? Also das war ja cool, man, coole Frage. Weiter geht's auf der Landstraße.
Der Finn fragt, wie sieht das Entertainment-System aus und wie sieht das Interieur aus? Ich würde mal sagen, wir machen ein kleines Pörnchen über das Interieur und über das Infotainment-System. Weil wenn du wissen willst, wie das aussieht, dann zeige ich dir jetzt einfach ein paar schöne Bilder. Das Entertainment-System ist natürlich perfekt. Du kannst hier alles anschließen, alles machen. Apple CarPlay, Android, bla bla bla, es geht alles. Navi kannst du natürlich bedienen über Tasten, entweder Touchscreen oder über die Spracheingabe. Funktioniert beides sehr, sehr gut. Navigation. Restaurant Tantris München. Starte Zielführung. Okay. Kannst du mir da auch noch einen Tisch reservieren? Welche App? Nein, keine App. Also, die ganz freie Sprachbedienung gibt es ja sowieso nirgendwo. Aber ich finde, das Entertainment-System ist sehr, sehr ausgereift. Und wie steht's um die Landstraßen-Performance? Es ist ein Gedicht. Dieses Auto ist Porsche durch und durch. Wie es da durchdonnert, wie es sich rausfeuert. Mit dem Allradantrieb kombiniert, den Targa gibt es nur als Allrad. Das ist ein absolutes Gedicht. Wie beim Carrera 4S leistet der 3 Liter große Turbo-6-Zylinder im Heck 450 PS. Die feuern den Targa laut Werk in 3,6 Sekunden auf 100. Über 197.000 Euro kostet unser top ausgestatteter Testwagen. Das Ding ist schon fast so perfekt, dass es fast schon ein bisschen langweilig ist, weil du im Prinzip gar nichts mehr machen musst, um schnell Auto zu fahren. Ja, jetzt musste ich mal ganz kurz hier so korrigieren. Aber eigentlich kann jede Oma mit dem Auto mit 200 über die Landstraße fahren. Da schließt sich die nächste Frage an, die kommt von Matze. Schöner Name übrigens, Matze. Er möchte gerne wissen, ab welcher Geschwindigkeit zieht es dir die Mütze vom Kopf? Probieren wir aus, müssen wir auf der Rennstrecke machen, weil hier ist nur 100 erlaubt. Zurück auf dem Flugfeld gibt es die passende Testmütze für Matthias. Also es ist, der Hut ist nicht, das ist nicht meiner, der passt mir nicht hundertprozentig. Ne? Ich bin jetzt kein Hutträger, aber ich schätze mal, dass normalerweise ein Hut ein bisschen exakter auf dem Kopf sitzt. So? Ich weiß es nicht. Ne, probieren Sie aus. 100 km/h, 130, 150, 170, 190, 200, 230, 250. Also ich sag mal so, ne? Und das ist jetzt nicht festgeklebt, das Ding. Der Hut hält es aus. Targa fahren heißt nicht Frisur verlieren, Hut verlieren oder sonstiges. Targa fahren heißt offen fahren, genießen und trotzdem wirklich, wirklich entspannt unterwegs zu sein. Bis 270. Also, ich finde das schon schwer in Ordnung. Danke. Nächste Frage kommt von Daniela, die sagt, Matthias, was sagst du denn? Bist du eher bei dem Alten oder beim Neuen? Beziehungsweise, was hat der Neue eigentlich noch mit dem Alten zu tun? Und da müssen wir nach vorne hinlaufen. Oh mein Gott! Ein Urtager von 1967. 53 Jahre hat der Oldie auf dem Blech. Schriftzüge in Gold hat er. Ebenso wie der Neue da hinten. Aber ich würde sagen, um es rauszufinden, müssen wir fahren. Tür öffnen. Ja. Das Anschnallen. Alleine dieses Gurtschloss hier mit dem Porsche-Wappen drauf. Das ist einfach schön. Ich liebe dieses Auto. Das ist ja unglaublich. Der Name ist angelehnt an das Autorennen Targa Florio. Ein legendäres Langstrecken-Event auf Sizilien. Bis 1977 zählte es teilweise zur Sportwagen-Weltmeisterschaft. Targa
heißt sowas ähnliches wie Schild. Und genauso wie ein Schild einen Kämpfer schützt dieser Targa-Bügel den Fahrer und seinen Beifahrer und die hinten Sitzenden vor einem Überschlag. Vor mehr als einem halben Jahrhundert beträgt der Neupreis 25.000 D-Mark. Dafür gibt es 130 PS und eine Beschleunigung von damals sehr flotten 9,1 Sekunden. Liebhaberpreis heute etwa 180.000 Euro. Was hat der neue Targa noch mit dem alten gemeinsam? Es ist eigentlich nur das Dachkonzept, sonst nichts. Ja, der Motor ist hinten, der neue hat jetzt Allradantrieb, der hier hat nur Heckantrieb, 2 Liter Hubraum zu 3 Liter Hubraum. Nein, die haben einen Boxermotor und sie haben das gleiche Dach. That's it. Matthias, was magst du lieber, alt oder neu? Beides. Du musst beides haben, ist meine ganz klare Antwort. Weil das, was dir dieses Auto gibt, das kann dir der Neue nicht geben. Und das, was dir der Neue gibt, das kann dir der hier nicht geben. Sonne scheint, ich würde sagen, wir machen mal das Dach auf, weil das ist natürlich auch was, was man sich angucken muss. Bei so einem alten Auto ist nicht einfach Knopfdrücken angesagt, sondern Handarbeit ist gefragt. Wir fangen hinten an. Das Scheibchen ist mit Reißverschluss zu öffnen. Zuerst das Kunststoffheckfenster runterklappen und zum Schutz eine Persenning draufknöpfen. Dann erst kommt das eigentliche Dachelement runter. Diese Targa-Verdecke alleine, ne? Da kostet ein so ein Ding 5.000 Euro. Nur das Teil hier. Und deswegen muss man damit ultra vorsichtig umgehen. Genau, das klappt so ein und jetzt haben wir da so ein schönes kleines Paket. Originalersatzteile sind da. Die Preise saftig. Das Open-Air-Feeling dafür unbezahlbar. In einem modernen Auto hockst du drin, denkst du, Sport Plus, Sport Response Button, bam, und es geht ab. Ist mega, ist absolut mega. Aber das hier ist eine ganz andere Welt. Und dieses Auto katapultiert dich wirklich in eine Zeit zurück und in eine Welt, wo es nur um Genuss geht. Jetzt machen wir einmal, machen wir jetzt eine schnelle Runde. Das Auto lehnt sich so krass in die Seite rein. Unfassbar. Aber du willst mit dem Auto gar nicht schnell fahren. Du willst es einfach nur genießen. Jetzt muss der neue Targa wieder zeigen, was er kann. Es geht um die Fragen der Grip-Zuschauer. Fabian fragt, kann man das Dach auch während der Fahrt öffnen? Nein, das geht nicht, weil der Dachmechanismus zu kompliziert ist und zu ausladend. Und ich würde sagen, wir zeigen es mal, oder? Das ist eigentlich ziemlich einfach. Es ist ein Monstrum. Ich bin sehr gespannt, wie das ist, wenn da hinten... Kann sich da mal jemand von euch hinstellen? Weil jetzt angenommen, das Fahrzeug wäre eng geparkt. Ja, also ich stehe hier, das nächste Fahrzeug bin ich. Du bist jetzt das nächste Fahrzeug. Und jetzt gucken wir mal, ob das geht, das Dach aufzumachen, obwohl dahinter ein parkendes Fahrzeug ist. So, Hindernis im Schwenkbereich. Immer noch Hindernis. Jetzt geht's. Also man muss schon Abstand halten zum nächsten parkenden Fahrzeug. Dann geht das gesamte Dach hinten auf. Das Targa-Schild klappt hinten ein. Dann geht das Ganze wieder zu. Schwuppdiwupp, fertig. So, Freunde, jetzt wird es ein bisschen performanceorientierter. Wir haben sehr, sehr viele Fragen natürlich bekommen. Die erste ist von Jens und er sagt, 0 auf 100 ist überholt, Matze. 0 auf 200, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Da hast du natürlich recht. 0 auf 100 ist im Alltag relativ unrealistisch. Nichtsdestotrotz würde ich vorschlagen, wir fahren das jetzt trotzdem mal, weil es einfach interessant ist. So, Werksangabe liegt bei 3,6 Sekunden. Mal gucken, was er macht. Alter, das glaubt ihr nicht.
3,232 Sekunden. Also 0 auf 200. Jens, du wolltest es wissen. Ich bin sehr gespannt, wie er da abliefert. Und los geht's. Jo, 100 haben wir lange hinter uns. 150, 160, 70, 80. Bei exzellenten 11,7 Sekunden bleibt die Uhr stehen. Da kommt schon die nächste Speedfrage und sie kommt von Philipp. Er möchte gerne wissen, schafft er die 300? Und deswegen schauen wir jetzt mal, was wir auf den Tacho draufgezimmert bekommen. Und zwar werde ich natürlich hier schon mit maximalem Schwung auf die Landebahn draufzimmern, um möglichst viel Speed mitzunehmen. Ja, wir fahren hier schon mit 110 um die Kurve rum. Voll drauf. 180, 200, 230, 250. Das waren jetzt mal ganz kurz 270 und das Ding hat gepfiffen, das gibt es gar nicht. Dafür ist der Porsche beim Sprint auf 100 fast 1/4 schneller als die Werksangabe. Die VMAX liegt bei 304 km/h und ich denke mal, dass er das auf jeden Fall erreichen wird, nur nicht auf diesem Flugplatz. Und die Autobahn A61 ist auf 130 km/h begrenzt, deswegen fällt das heute aus. Also ich sag mal so, nach den Werten jetzt kann man, glaube ich, sagen, ja, der geht ganz gut. So, der Mario hat eine schöne Frage gestellt, da kann ich nämlich mein richtig gutes Nerdwissen mal zum Besten geben. Er möchte gerne wissen, ob es eine Alternative gibt zu der, ich möchte es gar nicht aussprechen, miesen dritten Bremsleuchte. Also erstens, Mario, ist nicht die dritte Bremsleuchte, es ist die erste, zweite, dritte, vierte Bremsleuchte. Ja? Und zweitens hat das alles einen Sinn, designtechnisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Verstehst du? 9 Kühlrippen und dann kommt hier die Nummer 11. Das ist ein 911er, Junge. Und da wird das nochmal aufgenommen. So, Mario, jetzt pass auf, jetzt habe ich noch einen für dich. Das Auto hat ja den internen Code 992, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 9, 2. Und jetzt kommst du, Mario. Ding ist der Hammer. Eine der meistgestellten Fragen war, Matthias, kriegst du Gefühle beim Querfahren? Das ist ein Allradfahrzeug und ja, ich kriege Gefühle beim Querfahren, weil es einfach so schnell ist. Fazit, muss man echt sagen, am Anfang denkst du so, das ist so ein richtig schönes Sommerfahrzeug, ne? Dach runter und alles schön entspannt, die Sonne genießen und so ein bisschen schöne Ausfahrt machen. Am Ende des Tages ballerst du so rum, wie wir das hier gerade gemacht haben, das denkst du von dem Auto nicht. Ich glaube, ich muss eine Runde drehen, Leute. Wir haben noch ein bisschen Profil auf den Hinterrädern. Tschüss, danke für eure Fragen.